Es gibt kaum leidenschaftlichere Gamer als Kaya und Mia. Spielen ist ihr Leben. Und nichts kann sie davon ablenken, die Höhepunkte des E-Sports zu erreichen. Mädels, hier herrscht das reinste Chaos. Ihr habt wegen eurer Spiele völlig den Bezug zur Realität verloren. Keine Konsolen mehr, bis ihr euer Zimmer aufräumt. Mom! Aber für solche Fälle haben die Schwestern einen Plan B. In Form von anderen Gadgets in petto. Schau mal, welches Spiel ich runtergeladen habe. So eine Frechheit. Hausarrest. Wenigstens noch 5 Minuten. Nicht das Smartphone. Das ist grausam. Es gibt keine andere Möglichkeit, mit euch umzugehen. Ihr könnt die Kinder nicht vom Computer wegholen? Ihr könnt nicht einen einzigen Tag ohne Spiele leben? Dann ist Troom Summer Camp genau das Richtige. Aha, wir werden Ihnen beibringen, wie man mit der Natur eins wird. In diesem Camp gibt es keinen Platz für Gadgets, Geräte und Gejammer. Sie lernen, wie man in der Wildnis überlebt. Das Troom Summer Camp wird Sie auf den richtigen Weg bringen. Packt zusammen, ihr fahrt. Auf keinen Fall. Nein, 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 das ist ein Scherz, oder? Sie hat nicht gescherzt. Oh, mir gefällt's hier nicht. Ist es echt? Seid gegrüßt, junge Pfadfinder. Bringt eure Sachen. Da ist der Spinner aus der Anzeige. Schlimm. Ich werde dich schlagen, du stinkender Ork. Was macht ihr Mädels denn? Es ist 2 Stunden her und ihr habt noch nichts gekocht. Hör auf herumzualbern. Du schneidest das Obst und du schälst das Gemüse. Reißt euch zusammen und lernt mal. Du bist diejenige, die ihn wütend gemacht hat. Hey Mia, fang! Yeah! Wow, ich hab's geschafft. Ich bin ein Obstninja. Jetzt geht's los. Dieses Tandem ist nicht so leicht zu brechen. Mia und Kaya können jetzt virtuelle Spiele ganz real machen. Oh ja, wir holen die maximale Punktzahl. Vergiss nicht die letzte. Au! Was habt ihr hier für Chaos angerichtet? Er ist wütend. Ich habe euch gesagt, ihr sollt Essen machen. Und ihr habt beschlossen, es wegzuwerfen? Echte Pfadfinder benehmen sich nicht so. Nur wegen dir. Nein. Mr. Walker ist ein echter Pfadfinder und er ist immer auf der Hut. Was war das? Aber die Mädchen können so leise sein wie Ninjas. Meine lieben Segnungen der Zivilisation. Ich vermisse euch. Hey, mach dich nicht verrückt von der Zeit. Gibt es irgendwelche Spiele? Oh, wir müssen Verstärkung holen. Hallo, Michelle, bring uns etwas Technik, damit wir spielen können. Aber ich habe auch nicht viel. Aber ich lasse mir was einfallen. Ich rufe euch an. Wo bewahrt Daddy die ganzen Schätze auf? Ah ja. Da seid ihr, ja? Michelle, was machst du hier? Paps! Du brauchst die hier nicht mehr. Jede Technik ist verboten. Ja, Sir. Und, hast du es dabei? Daddy hat mir Hausarrest gegeben. Jetzt sitzen wir alle hier. Danke, dass du es versucht hast. Hey, geh deine Sachen packen. Und entspannt euch nicht. Ja, Sir. Ich vermisse mein Keyboard. So sehr. Warum trödelst du so? Du solltest den Müll aufsammeln. Niemals. Macht hier sauber. Nein. Und wenn ich euch ein Gamepad gebe und ihr die Figur steuern könnt? Was? Welche Figur? Das Gerät wird angeschlossen. Du weißt, was zu tun ist. Wow, das habe ich so vermisst. Wie könnte man Spieler zum Putzen bringen als mit ihrem Lieblingshobby? Verpasst die Kiste da nicht. Jetzt geht's vorwärts. Toll. Wir haben es geschafft. Juhu. Wir haben gespielt und die seltsame Aufgabe des Pfadfinders erledigt. Na? Gut gemacht. Ich bin also doch ein Genie. Verschiedene Spiele im echten Leben zu spielen kann schon schwer genug sein.
Vor allem, wenn man Schleudern bisher nur im Spiel Angry Birds gesehen hat. Wow, ich hab's getroffen. Wow, toll gemacht. Wir haben nicht die einzige Dose getroffen. Ich weiß, wie man alle auf einmal umwirft. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich's geschafft habe. Mädels, schaut mal. Ich habe eine große Granate. Wollen wir damit zuschlagen? Alles unter Kontrolle. Wow, mit so einer Schleuder kann man nicht einfach daneben schießen. Wir machen Punkte. Frag mich lieber nicht, wo ich sie gefunden habe. Ich brauche das Ding nicht. Lass uns das zusammen machen. 1, 2, 3. Fast ein Strike. Juhu, wir haben es geschafft. Wow, was für ein interessantes Spiel. Darf ich auch mal? Ja, ich habe das Zelt getroffen. Was könnte besser sein als frische Luft? Ein funktionierender Computer? Wie langweilig. Die Natur ist unglaublich in ihrer Vielfalt. In den Wäldern kann man alles finden. Niedliche oder gefährliche Tiere, skurrile Pflanzen und Teile von zukünftigen VR-Brillen. Das könnte nützlich sein. Wenn du deinen Computer nicht einschalten kannst, musst du deine Fantasie und Kreativität einschalten. Und dabei hilft dir die Natur. Letzte Einstellung. Und jetzt kann ich die virtuelle Realität eintauchen. Wow, lass mich donnern. Ich bin der Kapitän. Die Erde ist am Horizont. Aber du musst immer vorsichtig sein, wenn du in die Fantasiewelt eintauchst. Da scheint uns was im Weg zu sein. Oh nein. 1000 Joysticks. Ja, es ist ein Eisberg. Autsch. Autsch. Mein Kopf. Mia, bist du verletzt? Wie viele Knüppel siehst du? Ich habe nur den Baum nicht bemerkt. Kannst du mal einen Tag lang nicht an Spiele denken? Siehst du, wo sie dich hingebracht haben? Ah. Dieses Lenkrad erinnert mich an ein Spielerennrad. Wenn man keine moderne Technik zur Hand hat, kann man Spaß beim Basteln haben. Aber man kann den Drang zum Spielen nicht einfach bekämpfen. Schau, ich habe ein Gamepad aus Stein. Was hast du bekommen? Oh, eine Schleife. Gut gemacht. Was hast du da? Ein Gamepad? Ich glaube, es ist nutzlos. Ei, du heilige Kekse. In diesem Lager sind alle Spielgeräte verboten. Auch die aus Stein. Oh oh, jeder ist auf sich allein gestellt. So, heute werdet ihr lernen, wie ihr euer Zelt aufstellen könnt. Das ist ein Kinderspiel. Das ist für dich. Und wie stellen wir es ohne TrumpTube-Videoanleitung auf? Na komm. Wie sie wollen. Hey, seid ihr fertig? Mädels? Oh, wir sind auf dem halben Weg zum Erfolg. Im Kampf gegen die Gamerin hat das Zelt gewonnen. Ich muss noch eine Sache ausprobieren. In Spielen ist es viel einfacher, etwas zu bauen. Oh, ich habe eine Idee. Ich muss nur die Materialien besorgen. Und hier ist der Stein. Ja, jetzt kann ich mich an die Arbeit machen. Die vielen Erfahrungen mit verschiedenen Strategiespielen waren für Kaya nicht umsonst. Solche Kenntnisse und Fähigkeiten waren durchaus notwendig. Wow, ich habe es geschafft. Und meine Mutter hat gesagt, dass es keinen Sinn hat. Auch Mia verschwendet ihre Zeit nicht. Ihre Aufgabe ist es, Ressourcen abzubauen. Enttäusche mich nicht, meine Spitzhacke. Kaya wird sich wundern, was ich mitbringe. Der Sonne nach zu urteilen, ist es Mittag. Michelle, hast du es geschafft? Schön für sie. Wow, diese Gamer haben was Tolles. Du warst sehr geschickt mit dem Zelt. Da können die Gruppe noch viel von uns lernen. Für eure beeindruckenden Ergebnisse, eurer Zeltaufgabe, hat jeder von euch ein Ehrenabzeichen verdient. Yay, wir haben eine Errungenschaft! Und nicht nur im Spiel! Ich brauche mehr Ressourcen. Mom, wir sind wieder da. Das Camp hat Spaß gemacht. Ich habe euch so sehr vermisst. Es war so cool. Viel cooler als im Open-World-Action-Spiel.
Sie werden keine Computerspiele mehr spielen wollen. Und Sie brauchen keine Gamepads? Nein, behalte das. Uns geht's gut so. Sieht aus, als hätten die Mädchen gelernt, wie man ohne Gadgets Spaß haben kann. Ich hoffe, das ist kein Traum. Ich bin so froh. Ich kann nicht mehr mit dem spielen. Wow. Oh ja, verpasst deine Banane. Würdest du gerne mal in einem solchen Camp übernachten? Schreib deine Antwort unten in die Kommentare. Hat dir das Video gefallen? Dann like es, abonnier den Kanal und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren. Tschüss!